Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Huch, bin gar nicht drin. Hallo? Ah, jetzt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Prophet. Ja, gerade eben musste ich mein sekundäres Passwort neu setzen, da ich das damals vergessen hatte. Das ist ja schon eine Weile her, dass ich damals gespielt habe. Und jetzt können wir auch Juwelenkäufe tätigen und so. Und da oben haben wir wieder unseren Tageslogin. Den werden wir übrigens nie voll kriegen. 100 Drachen bin ich... Den werden wir sowieso nie voll kriegen, weil wir ja nicht täglich spielen. Wir haben noch 15 Stunden einen EP-Boost. Ich würde mal ganz kurz mal schauen wollen. Marktblatt. Diamantkauf, wollen wir mal ganz kurz gucken. Ich überlege ja, ob ich eventuell für das Let's Play einen Diamantkauf tätige. Was? Ich wollte eigentlich komplett Diamant kaufen. Ach so, wird geladen, was? da muss man ganz kurz hier beenden, oder? So, und da sind wir auch schon wieder, meine lieben Freunde. Es kann weitergehen. Ja, ihr werdet jetzt in kürzester Zeit da unten gleich mal 2000 Kristall aufploppen sehen. Denn ich habe mir gedacht, ey, komm, weißt du, fürs Let's Play mache ich jetzt einfach mal eine Zahlung. Kommt, kommt, wir haben den besten Fisch von Kabak. Ja, ich komme schon. Und dachte mir, hey, fürs Let's Play machst du jetzt mal eine Zahlung und... Ich meine, ist ja für euch, damit ihr hier ein bisschen was seht, auch von den Bezahlmethoden und so. Kann man natürlich später alles auch selber verdienen, aber ich dachte mir, jetzt komm, einmal geht das schon. Und deswegen machen wir das jetzt, ne? Und jetzt gucken wir uns erstmal ganz kurz für die Questverfolgung an. Die müssen wir ja noch erstmal hier hoch wieder tun. Okay, gucken wir mal, was warum brauchen wir denn. Stellt eine Falle mit den, für den gebratenen, mit den gebratenen Huhn. Begibt euch zur Signalquelle, deckt den Betrug auf. Das sind die drei Dinge, die wir noch machen müssen momentan. Ich hoffe, unser Inventar ist nicht voll. Unser Inventar ist voll. Goblinbeutel, erhöht Glasflaschen, verwandte Quest. Okay, warte mal. Achso, das ist das andere Schwert, was genauso gut wie unseres ist. Verstehe. Vorräte. Ah, kann ich oder Drache auffindbar, okay. Ich würde jetzt lieben gern Problem ist ja sogar nicht, wie ich da rankommen soll. Also ich muss da ran, um ja, ja, du willst Stress, ich weiß. So, lass ich mal kurz liegen alles. So, wie man hier erstmal kurz was machen hier. Ach, guck mal, da unten ist eine Kamera. Hier unter dem Bildschirm sind die Knöpfe eingeteilt, wo ich drauf gehen muss. Das ist ja geil gemacht. Solange wir jetzt nicht unbedingt einen Zauberlernrolle dabei haben, nehme ich mal nichts mit. Okay. Okay, wir haben die Quest auch noch. Na gut. Huch. Ja, ist natürlich besser, wenn ich ein Fernkämpfer wäre, aber ist auch erstmal egal. So, und drauf da, immer schön drauf auf die Jungs. Klack, 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 klack. Huah, Mist, das ausgewichen, okay. Gesetzlosen Kurier noch down machen. Und da springt uns hier ein Goblin an. Schauen wir mal, was vielleicht hier so rumliegt. Pergamentrolle, na super, sowas suche ich. Oder? Was haben wir denn da jetzt in der Pergamentrolle? Moment, sortieren. Ne, Quatsch, das war nicht sortieren. Sortieren war wo? Wo war sortieren? Da war sortieren. Ah, ist ein Quest, ach so. Okay, verdammt, das ist eine Falle. Ja, ich muss da jetzt rein. Wir müssen den Gesetzesbund auch irgendwie ausschalten, ganz schnell.
da! Oh, wo ist mein Apollo? Ich darf nicht sterben. Ich sterbe, Apollo. Muss ich mal einen Trank reinhauen. Okay, auf da. Sehr geil. Und weil der geht zur Hälfte, das ist sehr gut für uns. Komm schon, jawoll. Fresse halten und sterben. Sehr schön. Wurmteller. Scharfe Klaue, Heiltrank, Kaltnachtkopf. Oh. Ach, zu dem Kaltnachtkopfdeckel, du dumme Kuh. Nein, ich will den Kaltnachtkopfdeckel. Ach so. Nee, der. Rucksack voll. Nein, 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 nein. Vorräte weg damit, okay. Ja, habe ich. Okay. B. Schmerzweichkern auch raus, ja. Ausrüstung. Kalt nach Kopfdecke. Physische Abwehr. Was da steht, dass die physische Abwehr minus 14,6 ist, aber hier bei mir steht eigentlich, dass die... Alter, mal das Maul! So. Ich gehe mal raus. Oder? Warst du hier, oder? Ne, da ist noch jemand. Ich muss noch irgendwie da hochkommen. Ach ja. Klar, dann nehmen wir da mal meine Treppe. Dann haben wir es auch geschafft. Na, wo müssen wir hin? Boah, lass ihn in Ruhe. Kupfersense unvergesslich, kostet wie viel? Ja, ist nicht wirklich teuer. Kann ich aufsammeln, okay. Jetzt würde ich aber ganz kurz erstmal kurz meinen neuen Helm ausprobieren. Na gut. Da finde ich meinen Gegenstand doch noch ein bisschen cooler. Ich gehe wirklich mehr so ein bisschen ums Aussehen, weil... Ja, stark sein kann jeder, ne? So, dann gehen wir mal hier raus. Und... Beend mal das Quest, Alter, das sieht voll geil aus. Wer ist der Anführer der Gesetzlosen? Stahlarm Slayton. Wer in diesem... Wer ist dieser Manipulator Kenjol, der diesen Brief unterschrieben hat? Und wer ist dieser General? Hm. Dein Rucksack ist voll. Du bist ein Troll. Weg damit! Weg damit! So.
Starlarm Slayton, der hätte gedacht, dass jemand, von dem man so lange nichts gehört hat, plötzlich hier auftauchen würde. Wenn er derjenige ist, dann haben wir vielleicht eine Chance, uns besser vorzubereiten. Aber ich möchte ihn zuerst testen. Fangen wir damit an, eine Nachricht zu schicken. Ich frage mich, wie Slayton auf einen Gruß eines alten Bekannten reagieren wird. Ich habe eine Gesetzlosentladung für euch, Freund. Bitte zieht sie an, tarnt euch damit, schleicht euch in den Rebellenlager und gibt Slayton diesen Brief. Na ja, gut. Tut mir leid. Es war meine Schuld, dass ihr in die Gefahr geraten seid. Boah, die Waffen, kein Problem. Da rate ich gerne mal in Gefahr. Achso, das ist jetzt... Nein, Abbruch. Moment. Einfacher Heiltrank, weg damit. Dann können wir noch wegschmeißen. Hackfleisch. Drachenzahnfragment. Kupferblock. ich hab zu viel Zeug dabei, ey. Was ist das? Gelehrtenhandschutz. Ich flieg mal kurz zur Basis zurück. Das Problem ist, dass die zweite Rüstung, die wir hier haben, ist ja unsere Kriegsrüstung. Und das hier ist unsere, ich bin unterwegs Rüstung, sagen wir mal. Weil ich doch schon so ein bisschen mehr... Wäre cool, wenn die 1000 Gold jetzt kommen, wenn die 1000 Kristalle jetzt kommen würden, 2000. Stimmt, die habe ich ja gerade gekauft, die müsste jetzt echt gleich mal kommen. Dann könnte ich nämlich meine Speicher, meine Trageplätze erhöhen. Only the finest goods. Only the finest goods, na gut. I have the best deals this side of Arotia. Achso, B war das, nicht C. Klack. Wir tun das mal sortieren. Und dann klacken wir hier mal kurz durch. Super, da können wir nämlich ein bisschen was rüber tun. Nicht unbedingt viel, aber ausreichend. So, hier nicht. Das beides nicht. Das hier auch nicht. Erfordert Level 25. Haben wir das denn? Ja, wir sind Level 25. Geil, was kriegt man denn da? Nachteinbruch Schwerschulterpanzer erhalten. Wir haben Forscher Metallschulterschutz. Der ist ja schon besser, ne? Mich würde aber gerne mal interessieren, warum... Meine Kristalle nicht aktiv. Ach, guck mal, ist schon... Ah, jetzt ist aktualisiert. Alles klar, na super. Seht ihr, da haben wir 2000 Kristalle. Und dann... Schreibt mal hier mal noch einen Platz frei, nicht wieder erinnern. Für 40 Kristalle. Und hier nochmal einen für 80 Kristalle. Und nochmal für 120 Kristalle, das ist gut. Und dann machen wir unser Inventar nochmal größer. 20 Kristalle. Für 100 Kristalle. Okay, das ist schon krasser. Lass uns erstmal so. Da haben wir jetzt 120 Kristalle dafür verballert. Dann wollen wir natürlich den Spielsinn noch ein bisschen nachkommen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Deswegen will ich mir noch ein paar mehr Drachenslots machen. Kostet nur 20 Kristalle. Ne? Hallo, ich will das freischalten. Drachennest nochmal erweitern auf jeden Fall. Warum kann ich das gar nicht erweitern? Was ist denn die Drachenkammer? Kostet nur 10, deswegen mache ich es mal.